Viele haben sich gefragt, was denn eigentlich mit der Newcastle-Karriere ist. Warum habe ich die abgebrochen bzw. nie weitergeführt? Ich bin ehrlich, ich habe es einfach nicht hundertprozentig gefühlt, habe mir allerdings was anderes ausgedacht. Und damit, hey ja, und willkommen bei der ersten Folge der BVB Super League-Karriere. Eine Sache könnt ihr jetzt schon sehen, wir starten die Karriere mit dem neuen Innenverteidiger schlechthin bei Borussia Dortmund mit Niklas Süle. Ihn habe ich jetzt schon vorab zum BVB transferiert, weil ich einfach mega Bock habe mit ihm. Ja, und Mats Hummels in der Innenverteidigung zu verteidigen, beziehungsweise halt einfach zu spielen. Weil ich finde es einfach persönlich mega geil, dass Süle zum BVB wechselt. Hätte ich auch im Leben nicht mit gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Ich finde es einfach mega geil. Und das soll auch schon ein kleiner Hinweis darauf sein, dass wir diese Super League-Karriere, auch wenn es in der Super League ist, das einigermaßen realistisch halten wollen. Das kennt ihr ja auch mehr oder weniger von mir. Und wenn du da Bock hast, kannst du natürlich jetzt schon einen Daumen nach oben da lassen. Das würde dieses neue Projekt unfassbar unterstützen. Ich würde mich mega darüber freuen und natürlich auch eure Meinung darüber in die Kommentare schreiben. Und ich habe ja schon gesagt, ich möchte einigermaßen realistisch handeln. Doch was bedeutet das jetzt eigentlich? Ich habe mir eventuell einfach mal das ein oder andere Gerücht angeguckt, wer denn eventuell zum BVB wechseln soll im kommenden Sommer. Und zwar ist da dabei ein Masraoui, ein Schlotterbeck, David Raum, Kamara, Baku, Adeyemi und Timo Werner. Da ist auf jeden Fall der ein oder andere Spieler dabei, den ich definitiv verpflichten möchte. Doch, wen möchte ich überhaupt verkaufen? Unter anderem auf der Liste Witzel, Bürki, Schulz, Meunier, Hazard, Wolf, Paslak, Collins möchte ich auch verkaufen, weil den haben wir auch bei der MSV-Karriere. Gerne mal vorbeischauen, gibt es hier ein paar Folgen auf dem Kanal, würde mich sehr freuen. Gürpitz möchte ich verkaufen und Koulibaly würde ich sehr gerne verleihen, genauso wie Kamara. Wenn man sich jetzt wieder die Wunschliste anguckt und überlegt, dass wir Meunier gerne verkaufen wollen würden, wäre es natürlich extremst wichtig, auch wenn wir Meunier nicht verkaufen sollten, einen neuen Rechtsverteidiger zu haben. Und deswegen Masraoui, sein Vertrag geht nur noch ein Jahr von Ajax Amsterdam, wäre halt einfach eine richtig, richtig gute Lösung. Zweite Lösung wäre natürlich auch Riedle, Baku wird auch mit dem BVB in die Verbindung gebracht. Problem ist natürlich, den müssen wir dann erstmal zum Rechtsverteidiger umschulen, das dauert wahrscheinlich ein bisschen, wäre aber natürlich auch eine Möglichkeit. Und wie ihr ja auch sehen könnt, manche Spieler, die eigentlich bei FIFA kein Gesicht haben, haben jetzt natürlich ein Gesicht, alles dank der Mod, die unten natürlich auch wieder in der Videobeschreibung verlinkt ist. Von FMG, beste Typen machen, sehr, sehr geile Mods, feiere ich einfach nur, schaut da gerne mal vorbei. Und bei der Innenverteidigung, ganz ehrlich, es wäre halt mega geil, Nico Schlotterbeck zu verpflichten. Auch viele BVB-Fans in echt würden es unfassbar feiern, würde der tatsächlich zum BVB wechseln. Weswegen ich mir auch vorgenommen habe, Nico Schlotterbeck hier zu versuchen zu verpflichten. Allerdings muss man auch sagen, wir haben nicht ewig viel Geld, ne? Es sei denn, wir verkaufen vielleicht auch den einen oder anderen Spieler. David Raum, einfach der perfekte Backup für Guerrero, sind wir mal ehrlich. Kamara, auch richtig geiler Spieler fürs zentrale defensive Mittelfeld. Ich hoffe, der kommt auch in echt, wäre einfach mega nice. Ich werde auch versuchen, so gut wie jeden hier von der Transferliste zu kaufen, beziehungsweise von der Wunschliste. Außer natürlich Masraoui oder Baku holen wir nicht beide, nehme ich zumindest an. Und natürlich brauchen wir auch einen Karim Adeyemi, den würde ich auch extrem gerne verpflichten. Angeblich ist ja der Transfer so gut wie durch. Süle soll sich ja auch schon dazu geäußert haben und gesagt haben, hör mal, wir sehen uns bald beim Training oder so. Wäre nice. Aber man muss natürlich immer vorsichtig sein, das sind immer alles nur Gerüchte, ne? Sind wir mal ehrlich. Aber Karim Adeyemi beim BVB würde ich halt extremst feiern. Wenn wir allerdings Adeyemi verpflichten, reicht mir das vorne im Sturm nicht, weil ich könnte mir natürlich auch vorstellen, mal Adeyemi auf den Außen zu spielen, zusammen mit Mokoko, habe ich auch Bock drauf. Wir bräuchten einen gestandenen Stürmer. Timo Werner wird eh von Schalke-Fans gehasst und es gibt natürlich auch das Gerücht, dass Timo Werner eventuell, wenn Haaland wechselt, zum BVB kommen würde. Würde meiner Meinung nach auch eigentlich zum Fußball passen, ich bin ganz ehrlich. Ich mag auch Timo Werner echt eigentlich ziemlich gerne. Kommt natürlich jetzt bei Chelsea nicht so oft zum Spielen, kann man nicht anders sagen. Allerdings wird er, glaube ich, unserem Spiel jetzt ziemlich gut tun. Andere Idee, beziehungsweise den ich auch schon öfter gelesen habe, eine etwas andere Art Stürmer. Luka Jovic bei Eintracht Frankfurt, unfassbar stark gewesen, als die ersten Jahre da war seitdem. So ein bisschen abgeflacht, wäre allerdings auch eine Möglichkeit. Wenn ihr natürlich von weiteren Gerüchten wisst oder sonstiges, schreibt das auch sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, wenn ihr weitere Ideen habt. Würde ich extremst feiern und beteiligt euch hier sehr gerne, denn ich habe hier echt Lust zu. Und wie genau jetzt immer eine Folge aussehen wird, das ist jetzt gerade nur so eine Einführungsfolge, sage ich mal, ist noch ein bisschen unklar. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir in eine Folge immer so ungefähr ein halbes Jahr packen, so um den Dreh. Es wird nicht ganz so ausführlich wie die MSV-Karriere, weil ist ja klar. Und das kann ich nicht mit zwei Karrieren machen, aber ich möchte gerne noch ein bisschen was anderes machen. Und ich möchte mal gucken, wie das so ankommt bei euch, beziehungsweise wie das so funktioniert, weil das könnte man dann theoretisch auch mit mehreren Vereinen machen, sage ich mal. Jetzt vielleicht nicht immer in der Super League, aber generell halt einfach. Aber ich rede hier die ganze Zeit von der Super League. Was bedeutet das jetzt eigentlich genau? Und zwar, dass wir uns in der italienischen Liga befinden. Mit den besten Teams in ganz FIFA. Ich habe auch das ein oder andere Team ausgetauscht. Ich glaube zum Beispiel Ajax gegen Real Sociedad, weil ich lieber Ajax Amsterdam dabei haben wollte. Einfach so für den Namen, weil ich es ein bisschen cooler finde, auch einen Verein aus den Niederlanden dabei zu haben.
Arsenal habe ich zum Beispiel auch reingepackt für einen anderen Verein. Ich glaube für Atalanta Bergamo, weil die nicht komplett lizenziert sind. Und Arsenal wäre ja auch in echt bei der Super League dabei gewesen. Weswegen ich das halt einfach, was heißt cool, aber realistischer gefunden hätte. Und das soll jetzt hier keiner falsch verstehen. Ich will die Super League in echt nicht. Ehrlich nicht. Aber für so ein FIFA-Projekt ist es halt eigentlich ganz cool, sind wir mal ehrlich. Und deswegen hier seht ihr das. Es sind die besten Mannschaften aus ganz FIFA. Und ich habe mich jetzt extra für die Serie A entschieden. Einfach aus dem Grund, ich wollte eine Liga haben, wo beziehungsweise ein Land haben, wo nur eine Liga existiert. Ich wollte jetzt keine zweite Super League, eine dritte Super League oder so. Nee, ich wollte einfach nur die Super League natürlich. Und da hat sich jetzt einfach die Serie A beziehungsweise halt einfach die italienische Liga angeboten. Und deswegen befinden wir uns jetzt gerade in der italienischen Liga, aka Super League. Und es beginnt beides mit S. Daran liegt's. Und wenn man sich mal die Mannschaften anguckt, muss man sagen, der BVB gehört hier nicht dringend zum oberen Drittel. Und genau das müssen wir ändern. Das werden wir allerdings nicht im ersten Jahr schaffen. Das Ziel dieser Karriere ist natürlich, die Nummer 1 zu werden. Die Nummer 1 in dieser Tabelle, beziehungsweise in der Super League. Weil die Champions League ist hier jetzt natürlich ein bisschen weniger wert, weil die besten Mannschaften sind eh alle hier in der Liga. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, ich bin eigentlich ein Riesenfan vom 4-2-3-1. Das werden wir jetzt hier allerdings nicht spielen. Einfach aus dem Grund, ich spiele es in der MSV Duisburg-Karriere und ich möchte nicht in beiden Karrieren, sage ich mal, dasselbe System benutzen. Deswegen wir es hier hauptsächlich mal mit einem 4-3-3 versuchen werden. Auch wenn ich natürlich auch mal Bock habe, muss ich sagen, einen 3-4-2-1 zu spielen. Beziehungsweise halt generell mal mit einer Dreierkette. Aber da bin ich der Meinung, brauchen wir definitiv noch einen Schlotterbeck. Das heißt, unter anderem sollen wir einen Schlotterbeck verpflichten. Bin ich wahrscheinlich dazu geneigt, da einen Axel Sagadou auch abzugeben. Sei es jetzt per Leihe oder zu verkaufen. Ich glaube, das wird dann einfach Sinn ergeben, wenn der BVB in echt nur auf den Vertrag mit dem verlängert. Weil Sagadou kann teilweise ein wirklich, wirklich guter Innenverteidiger sein. Kann aber auch leider sehr oft verletzt sein und auch teilweise dann nicht ganz so stark. Mein Wunschszenario ist es tatsächlich, dass wir es schaffen, Akanji eventuell trotz des Schlotterbecks-Transfer noch zu halten, weil wenn wir mit einer Dreierkette spielen, wäre es einfach sehr, sehr geil, wenn wir einen Hummels, einen Süle, einen Akanji und einen Schlotterbeck hätten. Das wären einfach vier starke Innenverteidiger. Und ich weiß tatsächlich nicht, auch wenn wir mit so einer Gameplay-Mod und so spielen, weiß ich nicht, wie schnell sich ein Mats Hummels verschlechtert, muss ich sagen. Deswegen ist sehr gut gesagt, dass natürlich Akanji eines Tages den Platz von Hummels einnimmt, beziehungsweise Süle dann in die Mitte der Innenverteidigung rückt und Akanji dann auch aufgrund seiner Schnelligkeit auf die rechte Innenverteidigung oder linke Innenverteidigung, wenn ihr euch das jetzt gerade so in etwa vorstellen könnt. Und was eventuell auch noch auffällt, wir haben beim BVB tatsächlich gar nicht mal so viele Außenflügelspieler und da brauchen wir definitiv auch Spieler. Da müssen wir tatsächlich ein bis zwei kaufen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Moukoko da öfter eingesetzt wird oder ein Adeyemi, wenn wir den verpflichten. Aber einen wirklich guten Spieler, wenn wir vor allem Hazard verkaufen, brauchen wir das safe. Ja, Renier wird wahrscheinlich nicht so oft spielen, aber sollte der uns überzeugen, ey, ganz ehrlich, bin ich auch nicht abgeneigt, den zu halten. Wie schon angesprochen, Youssoufa Moukoko, auf den baue ich definitiv, weil ich auf den echt Bock habe, muss ich sagen. Können wir eigentlich auch gleich den Vertrag verlängern, bin ich ehrlich. Zack, weitere 3 Jahre, da ist er, perfekt. Vertrag verlängert mit Youssoufa Moukoko. Ja, bei Tickets bin ich mir noch unsicher. Ich glaube, den verkaufen wir eher. Ich wüsste nicht, warum er oft spielen sollte. Daniel Malen auch ganz klar eher auf den Außen eingeplant. Dann wahrscheinlich auch eher auf dem rechten Flügel, deswegen wandeln wir ihn auch direkt um. Und was soll ich sagen? Wir werden definitiv versuchen, Erling Braut Haaland zu verkaufen. Ich werde ihn jetzt noch nicht auf die Transferliste setzen, weil ich einfach hoffe, dass wir auch so ein gutes Angebot für den bekommen. Sollte das aber innerhalb der ersten 2 Wochen nicht funktionieren, mein Gott, dann werde ich ihn definitiv auf die Transferliste setzen, denn ganz ehrlich, ist ein unfassbar geiler Spieler. Leider schon mit 20 Jahren relativ häufig verletzt. Aber bringt auch sehr viel Unruhe rein. Und ich möchte hier beim BVB natürlich auch mal keine Unruhe haben, bin ich ganz ehrlich. Deswegen ist mir auch halt auch wichtig, einen gestandenen Stürmer, wie zum Beispiel den Timo Werner zu verpflichten. Oder halt dann auch Luka Jovic. Aber safe dahinter dann zum Beispiel einen Karim Adeyemi, der auch auf den Außen spielen könnte. Müssen wir ein bisschen genauer gucken, wie wir das machen. Aber mein Ziel ist es hier auf jeden Fall, ohne Erling Haaland die Karriere fortzusetzen. Im Tor, bin ich ehrlich, möchte ich nichts ändern. Da möchte ich auf jeden Fall mit Kobel spielen, weil ich ihn auch in echt wirklich klasse finde. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er sich hier in FIFA noch sehr gut entwickeln wird. Und natürlich würde ich gerne Bürki verkaufen. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass sollten wir genug Geld haben, wenn wir in Haaland verkaufen, dass wir uns eventuell noch einen stärkeren zweiten Keeper holen oder jemanden mit etwas mehr Potenzial. Könnt ihr mir dann auch einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr mögt. Ob es jetzt tatsächlich zu Pulisic irgendein Gerücht gibt, dass er zurückkommt, glaube ich aktuell ehrlich gesagt nicht. Allerdings brauchen wir eventuell einen Flügelspieler. Und Pulisic ist mir da jetzt einfach mal eingefallen, hat eine BVB-Vergangenheit, könnte man eventuell drüber nachdenken, sollen wir ein bisschen Geld übrig haben, weil, wie gesagt, wir brauchen Spieler für die Außen. Und da wäre Pulisic eventuell gar nicht schlecht. Denn wenn man sich den Kader jetzt mal kurz so anguckt, wir haben Hazard, den würde ich gerne abgeben und auf der anderen Seite Malen. Dann haben wir quasi keinen Außenspieler mit einer Gesamtstärke von 80. Es sei denn, Malen kriegt aufgrund des Entwicklungsplans Stärke dazu.
Und natürlich weiß ich, es gibt tatsächlich auch aktuell Gerüchte zu Ousmane Dembélé, dass man überlegen würde, beim BVB den zurückzuholen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil er dann doch schon ziemlich viel Scheiße gebaut hat am Ende seiner BVB-Zeiten. Und ich habe auch eher gelesen, dass das nicht wirklich ein realistisches Gerücht ist, sage ich mal, dass der BVB sich das nicht wirklich vorstellen könnte. Nichtsdestotrotz könnt ihr mal eure Meinung natürlich in die Kommentare schreiben und natürlich auch weitere Flügelspieler generell unten in die Kommentare schreiben oder weitere Gerüchte, von denen ich jetzt zum Beispiel gar keine Ahnung hatte. Was aber viel wichtiger ist, Karim Adeyemi ist ein Selbstläufer, den versuchen wir auch jetzt schon in dieser Folge zu kaufen. Das Lustige ist, ich habe noch keine Ahnung, was sein Wert ist, ich biete jetzt einfach mal 11 Millionen. Ah, ich muss das Aussehen von unserem Manager noch bearbeiten, habe ich voll vergessen. Egal. Nee, sehe ich nicht ein. Damit dran zu hängen. Komm, 12,5 Millionen für Karim Adeyemi. 13,4. Nice, also 13 Millionen würde ich tatsächlich fühlen, ganz ehrlich. Und damit sind die einverstanden, perfekt. Und das sieht doch ziemlich gut aus. Karim Adeyemi hat eventuell Bock auf den BVB. Freigabesumme übergehen. Und ganz ehrlich, bisschen weniger davon. Komm schon, Junge. 5 Jahresgehalt, kriegst 10.500 in der Woche. Wahrscheinlich ein echt ein bisschen mehr, aber gut. Anscheinend habe ich mich gerade verklickt. Da ich gerade anscheinend einen richtig dummen Fehler gemacht habe, von 20.500 auf 10.500 runtergegangen bin, möchte ich Adeyemi hier gerade nicht beleidigen und akzeptiere einfach seinen Vorschlag. Und damit wechselt Karim Adeyemi für 5 Jahre zum BVB. Sehr geil. Und so sieht der Junge dann aus im BVB-Trikot. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube, wir haben den schon mal geholt. Jetzt möchte ich ihn aber natürlich noch mehr fördern und das passt doch auf jeden Fall ganz gut, würde ich mal sagen. Wir könnten jetzt, wie schon angesprochen, überlegen, ihn jetzt erstmal zu einem Flügelspieler umzuarbeiten. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr eher sehen würdet bzw. fühlen würdet. Ansonsten würde ich ihn jetzt erstmal auf Stürmer lassen und eure Kommentare abwarten. Denn wir sollen definitiv entweder Mokoko oder Adeyemi erstmal zum Flügelspieler umarbeiten. Bin ich zumindest der Meinung. Ich bin auch ehrlich, ich würde es fühlen, wenn wir es hinbekommen würden, Renier zu einem guten Spieler zu machen. Ich fände es interessant, weil wir wissen natürlich auch nicht, wie lange Reus sich auf dem Niveau halten kann. Deswegen, dass gar nicht mal so unspannend wäre, dass Renier das vielleicht eines Tages so in etwa schafft zumindest. Entweder geht es tatsächlich ab der nächsten Folge komplett mit der kompletten Hinrunde los oder wir beenden dann erst die Sommertransferphase und dann kommt die komplette Hinrunde. Da bin ich mir ehrlich gesagt noch ein bisschen unsicher, da werde ich mir noch ein paar Gedanken zu machen. Falls ihr Ideen habt, schreibt dann unten rein. Ich werde jetzt allerdings noch eine Sache machen, weil die mir sehr wichtig ist. Und zwar, ich bin ehrlich, Nico Schlotterbeck ist für mich auch ein Selbstläufer, auf den habe ich einfach Bock. Den würde ich sehr, sehr gerne verpflichten und deswegen gehen wir jetzt auch in die Verhandlungen mit Freiburg. Problem ist, ich habe absolut keine Ahnung, was Schlotterbeck wert ist. Wir werden jetzt einfach mal 26 Millionen bieten, denn ich könnte mir vorstellen, dass er so einen Marktwert von 20 bis 25 Millionen hat. Anscheinend wollen die Julian Brandt plus 650.000. Was habt ihr denn gesoffen? Boah, die wollen 37 Millionen für Nico Schlotterbeck. Alter, da fange ich sogar an zu stottern. Also ich bin ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass das eine Region ist, die der BVB tatsächlich auch in etwa in echt zahlen müsste für den Schlotterbeck. Weswegen ich das derzeit noch ganz okay finde. 32 Millionen. Ist eine Menge Geld, sind wir mal ehrlich. Und damit sind die einverstanden. Boah, es könnte sein, dass wir verdammt viel Geld für Schlotterbeck ausgeben. Ist jetzt nicht die wichtigste Position, aber ich habe halt Bock auf den. Und ganz ehrlich, dann nehmen wir in der nächsten Folge ein bisschen Geld ein, kaufen dann noch einen Kamara, kaufen noch Masraoui. Und dann brauchen wir eventuell auch ein bisschen Geld für einen Timo Werner oder einen Jovic. Das wäre auch ziemlich nice. Weil ich bin ehrlich, wenn wir natürlich hier von Spieler verkaufen, dann nehmen wir auch eine Menge Geld ein, definitiv. Vor allem am Ende des Tages sollten wir es schaffen, einen Haaland für um die 200 Millionen oder so zu verkaufen. Ich muss immer noch das Aussehen verändern. Guck mal, ist mit Rotation einverstanden. Das bedeutet, der macht zumindest erstmal keinen Lärm. Und jetzt wird es ganz cool sein, wird er einen Gehaltsvorschlag machen, weil ich absolut keine Ahnung habe, was der verdient. Macht er natürlich nicht. Das Problem ist, ich weiß die Gesamtstärke auch nicht. Ich würde jetzt einfach mal auf 30.000 gehen und dann kriegt er noch 100.000 auf die Hand. Das sollte zumindest hoffentlich reichen dafür, dass er nicht schreiend rausrennt wie so ein Baby. Das ist sogar ein faires Angebot. Eventuell habe ich ihn auch jetzt komplett überbezahlt. Vielleicht zu viel am Transfer bezahlt, vielleicht zu viel Gehalt, vielleicht beides, man weiß es nicht. Ja, guck mal, er hat den Wert von 26,5 Millionen. Da sind 32 Millionen echt in Ordnung. Hat eine Gesamtstärke von 78, ist jetzt nicht die Welt. Allerdings werden wir da noch definitiv dran arbeiten. Es gibt auch das dynamische Potenzial, er ist 21 Jahre alt. Passt also ziemlich gut. Und damit haben wir zwei Traumtransfers definitiv schon abgeschlossen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch schon Süle im Kader, ne? Mega geil. Wozu das jetzt allerdings führt, ist hier in der Karriere, dass Sagadou auf der Transferliste landet. Sollte der komplett dagegen sein oder sagen, tu den auf die Leihliste, schreib mir das in die Kommentare. Jetzt allerdings wäre es erstmal schlauer, den zu verkaufen. Weil, wie gesagt, wir haben derzeit wirklich, wirklich gute Innenverteidiger. Wir haben Süle, wir haben Hummels, wir haben natürlich Schlotterbeck und Akanji. Das sind 4 sehr starke Innenverteidiger. Natürlich könnte man auch sagen, wir brauchen eigentlich 5, wenn wir mit dem Dreier-System spielen. Allerdings werden wir wahrscheinlich erst mit der Viererkette reinstarten. Schlotterbeck hat im Übrigen derzeit die Trikotnummer 3, Süle im Übrigen die Trikotnummer 4 und Adeyemi aktuell die Ex-Nummer von
Aubameyang bzw. die Ex-Nummer von Dede, die Nummer 17. Könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Wenn ihr andere Vorstellungen habt, schreibt das sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten wird es jetzt erstmal wichtig, Spieler von dieser Liste hier zu verkaufen, damit wir dann den ein oder anderen Wunschtransfer noch, ja, machen können. Das wäre nämlich mega geil, noch Masraoui zu verpflichten. Ihr habt es schon gesehen, auf wen ich Bock habe. Und Kamara, auf den hätte ich auch unfassbar viel Lust. Und wir brauchen dann definitiv noch einen guten Stürmer, sollte uns Haaland verlassen. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Das soll es jetzt allerdings für die erste Folge der BVB Super League Karriere gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben übrigens noch 17 Millionen Euro zur Verfügung. Ist ein bisschen was. Wir haben noch ein paar Mitteilungen, die wahrscheinlich nicht allzu wichtig sind. Sind wir mal ehrlich, genauso sieht's aus. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Folgt mir sehr gerne bei Instagram. Link dazu in der Videobeschreibung. Und noch viel wichtiger, lasst hier auf jeden Fall ein Like da. Schreibt eure Kommentare. Damit unterstützt ihr mich wirklich extrem, weil es einfach den Algorithmus natürlich fördert. Und mir natürlich auch zeigt, dass ihr darauf Bock habt. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge der BVB Super League Karriere. Und auf gar keinen Fall vergessen, auch beim MSV Duisburg vorbeizuschauen oder bei sonstigen Projekten. Vielen Dank. Ciao.